Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Gedankengrütze aus dem Deist Office, aus dem Deist Büro, nicht aus dem Homeoffice, sondern aus dem Deist Büro, direkt neben dem Studio und dem Deist Lager. Heute zu einer Gedankengrütze, über die ich eigentlich so gar nicht wirklich nachgedacht habe. Wie ich auf das Thema kam, kann ich erzählen. Wir hatten gestern Abend das Deist Live malen. Ich habe jetzt jede Woche, solange wir in dieser Corona-Zeit halt sind, habe ich jede Woche ein Deist Live malen. Jetzt nicht mehr Dienstags, sondern immer Mittwochs. Und auch wenn das alles vorbei ist, wird auch der Deist Spielabend wieder am Mittwoch stattfinden, statt auf dem Dienstag. Das liegt einfach daran, dass wenn die Deist Staffel wieder weitergeht, die natürlich am Dienstag kommt und wir dann den Live-Spielabend dann immer am Mittwoch haben, beziehungsweise dann die Livestreams dann immer mittwochs haben werden. Nun ja, Exkurs, wir hatten gestern darüber gesprochen, dass ja gefühlt aktuell, logischerweise, weil viele Firmen und viele Länder dicht gemacht haben oder alles runtergefahren haben, auch die Neuerscheinungen im Hobby ein bisschen runtergefahren wurden. Logischerweise wie die ganze Wirtschaft, das betrifft natürlich dann auch unser Hobby und die Sachen mit den Neuerscheinungen. Und ich bin ein bisschen in mich gegangen heute den ganzen Tag und auch gestern. Ich muss gestehen, nachdem ich so ein bisschen Revue passiert habe, so die letzten Tage und letzten Wochen, dass ich das eigentlich ganz angenehm finde. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, es ist nie gut, wenn keine neuen Releases rauskommen. Also es ist für die Firmen nicht gut, weil logischerweise die Leute sollen halt kaufen, damit die Firmen neu produzieren können, damit unsere Spiele am Leben bleiben, damit unsere Figuren schmieden am Leben bleiben. Das ist schon ganz logisch. Aber für diese kleine Atempause, so schädigend die auch ist für die Wirtschaft, finde ich persönlich als Hobbyist und logischerweise jemand, der aufgrund der Tatsache, dass ich das hier alles mache, sehr viel sich auch um Neuheiten kümmern muss oder da zumindest einen gleichen Überblick hat oder zumindest aus reinem Interesse immer wieder schaut, was es denn Neues gibt, muss ich sagen, ist diese gewisse Entschleunigung, dass es nicht jeden Tag neue Releases gibt und zumindest, dass viele Firmen sich nicht mit neuen Ideen und neuen Kickstartern überschlagen, finde ich das gerade ein kleines bisschen entspannt, dass das alles zurückgefahren wurde und ein paar weniger Releases und ein paar weniger neue Sachen anstehen, beziehungsweise alles nach hinten geschoben wurde. Man merkt das so ein bisschen, wenn man auf den News-Seiten unterwegs ist. So ungefähr vor einer Woche konnte man das dann sehen, als dann so in England auch runtergefahren wurde und dann auch Spanien, dass die Adepticon wurde abgesagt und dann wurden nach und nach online die ganzen News von der Adepticon veröffentlicht und dann plätschert das so ein bisschen vor sich hin, dass keine neuen, richtig krassen Neuerscheinungen mit da sind. So ein paar kleine Sachen, die kommen jetzt ein bisschen mehr auf den Bildschirm, das finde ich ganz angenehm. Aber so die großen Must-Have-Sachen fahren jetzt alle so ein bisschen zurück und sind auch im Jahr ein bisschen nach hinten geschoben worden. Und ich muss sagen, ich finde das ganz angenehm, weil ich mich nicht mehr so getrieben fühle von den ganzen Neuerscheinungen. Ich habe das in einer Art schon mal thematisiert in einer anderen Gedankengrütze von mir, dass ich sage, man soll sich ja natürlich nicht von den ganzen Releases treiben lassen und man kann ja immer noch entscheiden, was man wann kauft. Weil die wenigsten Sachen ja nun irgendwie zeitlich limitiert sind, oder zumindest die wenigsten wichtigen Sachen, sondern dass man das immer noch irgendwie bekommt und man selbst entscheiden kann und soll, wie viel Geld man in welcher Zeit für das Hobby investiert, weshalb das Hobby auch relativ günstig sein kann, wenn man sagt, alles klar, dann kaufe ich das jetzt halt nicht und spare ein paar Monate drauf, bis ich es mir dann irgendwann hole. Dennoch ist es logischerweise so, dass die ganze mediale Beschallung, und dazu gehöre ich mit Dice logischerweise auch dazu, doch ein bisschen einen, finde ich, stresst, wenn es immer geilen neuen Kram zu sehen und zu bestaunen gibt und immer dieses Gefühl ist, oh, das will ich haben und das will ich haben. Und wenn das ein bisschen runtergefahren ist, habe ich für mich einfach gemerkt, dass ich das sehr, sehr angenehm finde und ich mich mehr auf das Basishobby für mich konzentriere. Und das Basishobby ist für mich tatsächlich, mich um meine Projekte kümmern, mich mal wieder hinzusetzen und zu malen, was sehr, sehr selten ist, sich mal Gedanken zu machen über die eigenen Spiele, mal ein bisschen zu basteln und im Gedanken die eigenen Projekte mal ein bisschen durchzugehen, anstatt immer zu gucken, oh, da ist was Neues und da ist was Neues und das wäre ja cool, neu anzufangen und das wäre cool, neu anzufangen. Vor allem ist das jetzt so ein bisschen die Zeit auch zu sagen, Projekte abzuschließen und zu gucken, was hat denn mein Pile of Shame oder mein Lager oder mein Keller of Shame denn noch zu bieten und dann findet man vielleicht irgendeinen Kickstarter, der vor einem Jahr oder zwei Jahren geliefert wurde und den man nicht angefasst hat oder irgendein Projekt, eine Box, die man sich mal gekauft hat und gedacht hat, ah, mache ich später. Das ist, finde ich, tatsächlich sehr, sehr entspannend, auch wenn viele Leute logischerweise jetzt viel mehr Zeit haben, aus sehr unschönen Gründen. Viele Leute haben aber aus den gleichen Gründen vielleicht weniger Zeit. Ich muss gestehen, dass ich genauso viel Zeit habe wie vorher, glücklicherweise. Aber dennoch merke ich, dass, was das Hobby angeht, bei mir eine gewisse Ruhe eingetreten ist. Und das finde ich da zumindest sehr, sehr angenehm, weil nun ja auch das ganze Leben an sich so ein bisschen
anstrengender oder stressiger geworden ist. Natürlich, und das muss gesagt sein, hoffe ich logischerweise, dass sowohl gesundheitlich als auch sozial als auch von der Wirtschaft, in diesem Falle jetzt logischerweise die Tabletop- und Brettspielwirtschaft, weil ja, wir haben zwar immer alle das Gefühl, wir machen es alle aus Hobby und die ganzen Firmen sollen die Preise nicht so hoch machen, weil wir sind ja alle Hobbyisten und wenn man die Hobbyisten, also den Kunden, seine Kumpels liebt, dann nimmt man nicht so viel Geld, aber es ist, was wir kaufen, ist halt auch eine Wirtschaft mit Angestellten, die haben Verpflichtungen, es mit laufenden Kosten, das heißt, Tabletop ist ja schon lange kein reines Hobby-Ding mehr, sondern es ist einfach eine Branche. Und ich liebe diese ganze Hobbybranche, ich liebe das ganze Hobby und deswegen hoffe ich, dass logischerweise neben diesem ganzen gesundheitlichen und sozialen Aspekt auch die Hobbybranche bald wieder auf die Beine kommt, damit alles losgehen kann. Dennoch ist es, finde ich, gerade total angenehm. Auch vor allem ist es angenehm zu sehen, dass der Diskurs sich zumindest in meinem Umfeld ein kleines bisschen verändert hat, was hobbytechnisch so gerade geht. Während viel immer war, oh guck mal, hier ist was Neues und da ist was Neues, oh und hier ändert sich die Meta und alles drum und dran und dann kommen da tolle neue Sachen mit dazu, hat sich das so ein bisschen darauf geändert, dass Leute sagen, guck mal hier, ich habe das neu bemalt und das Projekt bin ich angegangen und dass man tatsächlich der Fokus auf das eigentliche Hobby weg vom reinen Konsum, zumindest in meinem Umfeld, sich diesbezüglich ein kleines bisschen verändert hat. Und das finde ich super, super angenehm und super schön. Ich meine, sind wir ehrlich, Games Workshop Sachen sind ausverkauft in fast ganz Deutschland. Was soll man dann auch machen? Vielleicht auf tolle neue andere Sachen übergehen. Ich meine, jetzt wäre die Gelegenheit, wenn man seine Space Marines nicht mehr kaufen kann, ob man vielleicht mal schaut, ey, ich jetzt hatte doch immer mal die Idee, irgendwas anderes zu schauen. Jetzt sind zumindest diese Sachen verfügbar. Egal, ich möchte niemanden davon abbringen, sein eigenes Spiel, was er mag oder seine eigenen Figuren, die er mag, irgendwie nicht mehr zu spielen. Ich möchte wirklich, das war jetzt einfach nur so gesagt. Trotzdem ist es immer schön, auch in dieser Situation, und man unbedingt den Drang hat, etwas kaufen zu müssen, ist das halt eine wunderbare Situation. Mal was Neues ausprobieren. Habe ich auch gemacht. Ich habe mir Farben und Kleber von anderen Herstellern geholt, aus Grund dieses Zwang heraus und bin tatsächlich mit dem, was ich da geholt habe, sehr, sehr zufrieden. Hat sich diesbezüglich total gelohnt. Ja, und wie geht es euch so mit diesem Tabletop Winterschlaf, der gerade ein kleines bisschen stattfindet? Findet ihr es auch gerade sehr angenehm, weil ihr euch da mehr auf euch und euer Hobby konzentrieren könnt? Vor allem, man kann sich ja nicht zum Spielen wirklich treffen, sondern dass ihr wirklich in euch geht und für euch das Hobby weiterführt. Was macht euch das auch glücklicher? Fühlt euch das aus? Ich merke, dass mir das tatsächlich gerade sehr, sehr gefällt. Oder sagt ihr, es fehlt mir doch schon eher das Spielen und ich kann mich eigentlich gar nicht auf die Sachen konzentrieren und eigentlich wollte ich mir das und das kaufen und ohne das kann ich gar nicht weitermachen. Oder sagt ihr, jetzt aufgrund der ganzen Geschichte habt ihr gar keine Zeit oder gar nicht den Nerv dazu, euch wieder an das Hobby zu setzen. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Es würde mich durchaus interessieren, was ihr davon haltet. Ob ihr es genauso seht wie ich, dass ihr sagt, ach, das ist ja eigentlich ganz angenehm. Oder sagt ihr, ah, nee, ich kann mich jetzt gar nicht mehr aufs Hobby konzentrieren und da ich mich auch nicht mit meinen Freunden zum Spielen treffen kann, ist das alles auch gar nicht mehr so geil und irgendwie, ich will, dass es schnell vorbei ist. Oder sagt ihr, ah, ja, ist schon ganz cool, aber eigentlich wollte ich das und das noch kaufen und eigentlich warte ich auf diese Releases und dass jetzt so wenig Releases angekündigt wurden von Games Workshop bei ihrem letzten Online-Reveal, das hat mich total enttäuscht. Wo sind die coolen Sachen? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Vielleicht das letzte nicht unbedingt, weil es ist ja klar, dass Games Workshop ihre Releases, die sie in 2 Monaten hatten, jetzt aufs nächste halbe Jahr stricken müssen. Also rein logischerweise. Egal. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Und zum Thema Deist kann ich euch sagen, dass die neue Staffel der Show bald weitergeht. Ab nächste Woche gibt es weitere Infos dazu. So, das war jetzt der Hobbypart in diesem Video. Jetzt kommt ein kleiner anderer. Wenn ihr jetzt keinen Bock auf dieses ganze Corona-Gelöt habt, dann könnt ihr gerne abschalten. Bitte aber nicht unbedingt einen Daumen runter, weil das Thema halt angesprochen wurde, weil es ist halt etwas, was uns alle logischerweise beschäftigt und dementsprechend auch das Hobby. Und da ja halt nicht so viele Neuigkeiten gekommen sind, sind das so die Sachen, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Aber ich würde jetzt gerne noch eine kleine Anekdote bringen, die nicht unbedingt was mit dem Hobby zu tun haben, aber mit dieser ganzen Situation aktuell, auch wenn ich das nicht mehr so stark thematisieren wollte, aber es geht halt gerade nicht anders. Ich habe es in einem anderen Video schon gesagt, dass ich es total schön finde, dass viele Läden, Hobbyläden anfangen, ihre Kunden zu beliefern, wenn die dort bestellen, einfach damit sie halt nicht die Einbußen haben. Ich finde es total schön, dass man so sieht, was ist sozial gerade in der Welt so passiert, auch in Deutschland, nicht nur im Hobbybereich. Und ich finde es total schön, dass das Gute der Menschen ein bisschen zum Vorschein kommt und sich helfen. Ja, auch das Hässliche der Menschen kommt durch, aber wir wollen einfach das Positive der ganzen Sache sehen und das finde ich total schön. Ich würde sehr, sehr gerne sehr viel mehr machen. Ich hatte es aber schon erwähnt, dass logischerweise mich das auch finanziell ganz hart trifft, diese ganze Geschichte. Und auch wenn ich jetzt keine Probleme habe, muss ich selbst sehr stark aufpassen, dass unter anderem Deist auch noch die nächsten Monate weiterlaufen kann. Es geht im Endeffekt darum, dass ich da nur erklären wollte, dass ich gerne sehr viel mehr machen würde.
sehr viel mehr mich für das Hobby in Deutschland und für die Branche in Deutschland während dieser Zeit engagieren möchte. Das Problem für mich ist tatsächlich, dass ich es gerade nicht kann. Der Vorteil ist, ich habe halt viel Arbeit. Der Nachteil ist, ich habe viel Arbeit, kann also gar nicht sehr viel mehr Zeit in sowas investieren. Der große Nachteil ist, ich kann aber leider auch solche coolen Aktionen wie doppelt bezahlen nicht machen. Also zum Beispiel den lokalen Pizzaladen von nebenan, um ihn zu unterstützen, für zwei Pizzen nicht 20, sondern 40 Euro zahlen, kann ich halt auch nicht machen, weil ich halt selbst nicht weiß, wo ich in ein paar Monaten stehe. Das ist das Problem. Dementsprechend würde ich euch einfach mal bitten, schreibt mir doch gerne in die Kommentare oder in die E-Mail-Adresse unten, wenn ihr irgendetwas habt, wo ihr sagt, mach das doch mal, das ist nicht sehr viel mehr Aufwand, das kannst du innerhalb deines Rahmens machen, um unser Hobby weiter irgendwie in der Zeit zu unterstützen und ohne, dass ich irgendwo Geld spenden muss, das ich leider selber nicht habe. Schreibt mir das doch mal gerne unten rein oder in die Kommentare und ich gucke mal, ob ich da irgendwas machen möchte, weil ich möchte auf jeden Fall sehr viel mehr machen, um einfach zu helfen, aber halt in dem Rahmen, der mir möglich ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank für die Inspiration. Ich hoffe, dass da einige coole Sachen kommen, die ich dann auch irgendwie umsetzen kann. Ja, was soll ich sagen? Seid in den Kommentaren nett zueinander und auch nett zu mir, denn sonst gibt es Kraftmagar für alle. Ey, und ganz ehrlich, wir schaffen das. Und ich finde diesen Begriff, wir schaffen das, wir gemeinsam, ist ein bisschen abgegriffen. Und vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen mit rausgezogen, aber anhand der Livestreams, die wir jetzt gemacht haben und anhand des Discord-Channels, merke ich doch tatsächlich, dass doch ein gewisses Wir-Gefühl dann doch besteht. Und deswegen schaffen wir das doch, oder? Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich wäre tatsächlich sehr daran interessiert zu wissen, was ihr über diese ganze Sache denkt. Verschluckt. Oh, fuck. Es ist Sommer. Frühling. Da fängt der Heuschnupfen wieder an.